Hallo zusammen, das ist der Baschkraft Mecca. Heute gehen wir miteinander Buschkraften wie vor 70 Jahren. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ha! Ja, ich habe jetzt das mein Fadi-Gewändchen angelegt. Also, in meinem Alter ist es zwar ein bisschen verdächtig, also als Fadi-Leiter. Aber nehmen wir jetzt das nicht so ernst. Das Wochenende ist zu voll noch Panzerweekend und meine Living History-Kollegen, die ich dort einmal angefangen habe, werden jetzt dort die Uniform rumlaufen. Und ich habe einfach einmal gesagt, als ich als junger Mann angefangen habe, irgendwann höre ich auf mit dem Seich, wie mit im Höchalter mit grauen Haaren und Ranzen vor die Leute anstehen also, und einen jungen Mann darstellen, ist nicht so authentisch und ein bisschen lächerlich. Das ist jetzt auch lächerlich, aber ich schaue gerade Publikum. Ja, wir hätten da noch eine Buschkraft darunter kommt. Schauen wir mal da rein. Es hat sogar Liegebett. Da noch historische Ölflaschen, es ist sehr cool eingerichtet, richtiger Waldhäusli. Ich bin ja dort im Abstell und es hat sogar noch Bitter drin. Das Girl mit dem güldenen Haar ist auch dabei. So, jetzt schauen wir noch mal ein bisschen in diesem Hütchen rum. Eins ist klar, der Mac wird heute nicht da rein übernachten. Also darauf sehen wir gerade, für was das bei dem Anlass geht. Der Buschkraft Mac hat ja noch gerade ein bisschen missbraucht zum Buschkraften. Ja, die Ausrüstung ist eher minimalistisch gehalten, aber heute Nacht kann es regnen. Ich habe ein Zelt mitgenommen. Schauen wir mal, wie. Ich habe es noch nie aufgestellt. Mal schauen, wie dann das aussieht. Ja, der Mac steht hier vor einem US-Armee M1910-Zelt. Infanterieversion. Er hat es bis jetzt noch nie aufgestellt. Das war das Hightech von dieser Zeit. Ja, mal schauen, ob es heute Nacht verhebt. Knöpfen wir das einmal zusammen. Eigentlich ist das kein Zweimal-Zelt. Da hat jeder Mann eine Blache gehabt. Gut. Ja. So, liebe Leute, das Zelt steht. US Army Zelt, Modell 1910, Infanterieversion. Es hat noch eine Kavallerieversion gegeben, die ist hinten durch gleich hoch wie vorne, aber dafür vorne offen. Die war von 1910 bis 1917 in Dienst gewesen. Nachher ist sie durch die Kavallerieversion abgelöst worden. Es war eigentlich gedacht, gewesen, dass vorne das Springfield 1903 Gewehr reinkommt und hinten werden ein Bajonett, aber es steht im Reglement, man soll, wenn möglich, Zeltpflöcke nehmen. Während dem Ersten Weltkrieg haben sie dann auch Zeltpflöcke bekommen und hölzige Hering. Am Anfang waren es noch Aluminium. Schauen wir mal. Also das Zelt ist das Hightech-Material von selber Zeit. Das ist ultra-light, also möglichst leicht. Man hat hinten extra Material weggelassen, dass es leichter ist. Dort sind die noch die Füße. Man richtet jetzt das Zelt ein. Zuerst kommt als Feuchtigkeitsschutz gegen unten ein Poncho. Das ist ein britisches Modell. Die US-Armee hat auch Ponchos gehabt, aber vor dem Ersten Weltkrieg. Später haben sie einen Regenmantel gehabt, wegen der Gasmaske. Ja, als nächstes tun wir da die berühmt-berüchtigten Schaffell drauf. Also die haben damals natürlich kein Schaffell dabei gehabt. Dort hätte ich Laub und Äste müssen drunter rühren, laut Reglement. Aber in der Realität bist du dann wahrscheinlich auf einem blanken Boden gelegen. Also gut, der letzte kommt die Wolldecke. Die ist 1935 gestempelt. Die US-Armee-Wolldecke ist ein bisschen leichter als die Schweizer Armee. Man muss da etwa die zwei haben, aber die Nacht wird es gehen, es wird warm sein und ich habe das Zelt und Schaffell. Jetzt bin ich voll parat für die Nacht. Was ist das heiss da draußen? Nein. Ah, du filmst schon? Ich filme schon lange. So, ich liege jetzt da in dem Zelt rein. Ich bin voll parat für die Nacht. Ah, so, jetzt gehen wir essen. Ah.
riesiger Futtertrog. Ja, ja. Die Nacht. Die grösste Angst in einem Baumwollzelt ist, dass es durchtropft. Darum greift man in der Living History Szene dann gern zu Imprägnierungsmittel. Ja, das Imprägnieren führt dann dazu, dass sich die Fasern von der Baumwolle nicht ausdehnen kann und dann tropfen zuerst recht rein, hast dann so einen Nieselregen drin. Haben wir alles schon erlebt und dann sagst du, ein scheiß Baumwollzelt und dann legen sie dann so eine Baumarktplane oder ein Plastik drüber. Das Girl mit dem güldenen Haar hat einen Wasserschaden. Das Girl mit dem güldenen Haar hat Wasser oft auf einem Pfadikochtopf. Pfadfinder schauen zu. Die Rollen sind verteilt. Ich habe sie traditionell. Traditionell macht Frau Wasser. So, liebe Leute, wir sind schon wieder am Fluss angekommen. Mit dieser lächerlichen Darstellung von einem Pfadfinder habe ich den Tiefpunkt von meiner geschichtsdarstellerischen Karriere erreicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.